schon knapp drüber, deswegen beeile ich mich einmal zu den upcoming Earnings. Wir haben nämlich ein paar spannende diese Woche, die anstehen. Uber, Caterpillar, Airbnb, Supermicro Computer. Also wir haben noch ein paar große Themen, auch zum Thema KI, die ja einiges an Ergebnissen liefern. Auch hier zum Thema klassischer Wirtschaft in den USA nochmal. Novo Nordisk haben wir jetzt schon angeguckt. Ihr könnt euch die Ergebnisse der Woche natürlich gerne live mitverfolgen. Wir werden am Donnerstag schon ein bisschen dazu sprechen. Wir haben auch noch so ein bisschen was zum Thema, ich klicke hier einfach mal kurz durch, einige Charts natürlich an Bewegungen. Auf die gehe ich jetzt nicht mehr ein, aber man sieht doch ganz deutliche Bewegungen. Könnt ihr euch gerne im Nachhinein in der Ruhe nochmal angucken und viel Potenzial für weitere Bewegungen auch in diesen Ergebnissen. Industrieproduktion, Inflationsraten, das steht diese Woche an. Wir hatten letzte Woche einiges an makroökonomischen Daten. Die Frage ist natürlich eher, wie geht die Volatilität, wie gehen die Impulse am Markt weiter. Wir werden am Donnerstag dazu sprechen, da holen wir nochmal den Aktien-Roundup in voller Länge von letzter Woche nach. Den mussten wir leider kürzen aufgrund eines Feueralarms. Also am 8.8. gibt es nochmal Dell. Nachmittags gucken wir uns dann nochmal das Thema Siemens Energy und generell erneuerbare Energien in Europa an und die Frage, wie entwickeln sie sich. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder Market Roundup. Damit verabschiede ich mich und ja, ich freue mich auf alle Gespräche, die im Nachhinein stattfinden. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.